Yeah, was geht ab, Leute? Hier sind Andy und Eddie unterwegs zu Vita, um das 1000 Abonnenten-Special für euch zu drehen. Seid gespannt! Yeah! Daumen hoch, liken, abonnieren nicht vergessen. Nice Kamera übrigens. Cheer! Ja. Übrigens ein kleiner Fun-Fact: Das M steht nicht für München, sondern steht für Monster. Yeah, Leute, Monster Energy, der beste Energy Drink. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Broso Crew. Wie versprochen, das 1000 Abonnenten Special mit uns. Ja, in diesem Zuge wollten wir uns bei euch bedanken für 1000 Abonnenten. Vielen Dank, Leute, nur ihr habt das möglich gemacht. Wir stellen uns heute vor und zeigen unser Setup. Viel Spaß damit, los geht's. Yeah. Bevor wir anfangen, machen wir erstmal die Pipe fertig, Leute. Nice. So. Hier, die Shisha läuft. Was geht ab, Leute? Ich bin's, Eddie. Der eine oder andere kennt mich von Spyro, Crash Team Racing, Borderlands. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal mein Gaming Room. Ab geht's. Was geht ab, Leute? Willkommen in Eddies Gaming Room oder eher gesagt Eddies Gaming Wohnzimmer, weil momentan habe ich leider noch kein einzelnes Arbeitszimmer. Ja, da muss ich jetzt erstmal gucken, wie ich klarkomme. Also, das hier ist mein PC-Setup. Hier passiert die ganze Magic. Hier nehme ich die Sachen für euch auf. Ja, ihr könnt sehen, das hier ist ein alter 720p PC-Monitor. Der ist wahrscheinlich schon 10 Jahre alt. Ja, der Wolf, da bin ich für die, die es noch nicht wissen. Funktioniert noch, kann man als Zweitmonitor nutzen, ist kein Problem. So, ihr seht auch schon, hier ist eine Webcam, das ist ein kleiner Teaser. Demnächst mache ich auch Aufnahmen mit der Facecam, also seid gespannt. Dann seht ihr dieses Gesicht öfter. So, das ist mein Hauptmonitor, ein WQHD-Monitor mit 1440p Auflösung. Nices Ding, kann ich nur empfehlen, wenn der Rechner das hergibt, dass ihr auch dann 60 FPS Framerate habt. Super Sache. Ja, mein Mikrofon. Das ist ein T-Bone SCT-700 Mikrofon. Ist eigentlich für Gesang gedacht, aber wie ihr hört, der Klang ist eigentlich sehr gut, sehr warm, kann man angenehm hören. Also ihr hört ja in den Videos, wie die Quali ist. Kann man nichts gegen sagen, ne? Ist ursprünglich ein Rapper-Mikrofon von mir. Ich habe damals ein paar Rap-Songs mit Kumpels gemacht. Meine Fresse, das ist auch schon bestimmt 10 Jahre her. Naja, jedenfalls aber für die Let's Plays und für Streamen ist das vollkommen ausreichend, würde ich sagen. So, ja, Maus und Tastatur, Logitech, boy! Nichts Besonderes, auch uralt, bestimmt 10 Jahre alt, meine Fresse, aber ihr kennt ja den Boy, hier wird nichts weggeworfen, bevor es nicht kaputt ist, das kann ich euch mal sagen. So, weiter geht's mit meinem Rechner. Das ist der sogenannte Wolf im Schafspelz, ein ja, sehr unscheinbarer Rechner im 20 Euro billigen Gehäuse. Da sind aber relativ starke Komponenten drin, zum Beispiel eine AMD Ryzen 3700X, ein 8-Kern-Prozessor, ziemlich nice, das Ding, das, also momentan ist das noch ziemlich, wenn man jetzt keine Videos schneidet und rendert, ist das ziemlich unterbelastet, würde ich sagen, ein geiles Ding. Dann die Grafikkarte ist eine AMD Radeon RX 5700 XT, meine Fresse, das sind Bezeichnungen. Ja, auch super Ding, preis-leistungstechnisch gesehen, also super Grafikkarte momentan, kostet auch nicht viel, also kann ich auch nur empfehlen. Die Festplatte ist eine Samsung M2 NVMe 1 TB derzeit nur. Ich wollte noch ein bisschen aufstocken, weil 1 TB ist bei unseren Aufnahmen ja relativ knapp. Ne? Da kommt schon einiges an Daten zusammen. Deswegen muss eventuell dann noch eine größere Festplatte daher rein. So, Arbeitsspeicher 32 GB mit 3200 MHz Taktrate. Ja, und eigentlich wäre es das so viel zu meinem System. Also war cool, dass ihr am Start wart. Ich hoffe, ich kann auch weiterhin coole Videos für euch hier produzieren. Und ich würde sagen, wir sind hier fertig. Haut rein, Leute. Ciao. Hi, Leute. Ich bin der Vita. Ihr kennt mich aus Mutant, Starbound und den Fortnite-Livestreams. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinem Gaming-Setup. Los geht's. Hier habt ihr meine zwei Bildschirme. Das ist mein Hauptmonitor.
Das ist ein Beko-HD-Monitor, auf dem streame ich und nehme ich auf. Hier vorne ist mein zweiter Monitor, ist ein 1080p Monitor, den habe ich von Andy. Hier oben ist eine 720p Webcam. Die Tastatur ist einfach so eine einfache Standard-Tastatur von Cherry. Und hier habe ich eine Skiller Gaming-Maus, die ist ganz cool. Dann habe ich hier Fancy Razer Kopfhörer in grün, die mir sehr gut gefallen. Das Mikro ist ein Audamic 900B mit einem schicken Schallschutz. So, gehen wir rüber zu meinen Komponenten. Also, das Gehäuse ist ein schickes schwarzes Gehäuse mit einem Glas vorne. Die CPU ist ein Ryzen 3600. Die Grafikkarte ist eine GTX 1060. Dann habe ich noch 16 GB RAM mit 3200 MHz und eine NVMe Festplatte von Samsung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ab geht's zu Andy. So, genug Bro so geschaut, würde ich sagen. Mein Name ist Andy. Ich habe unter anderem GTA gespielt, Red Dead Redemption und Borderlands 3 mit dem Eddie zusammen. Ich würde sagen, ich nehme euch mal mit zu meinem Gaming-Setup. Viel Spaß! Moin Leute, willkommen in meinem Gaming-Setup. Also, fangen wir mal an direkt. Ich habe auch einen WQHD-Monitor wie die zwei Boys. Das ist ein 32 Zoll AOC, der Vita hat den gleichen, auch 144 Hz. Das ist hier ein Full-HD-Monitor, der hat auch 144 Hz. Der Drittmonitor von mir, ich glaube, der ist jetzt schon 7-8 Jahre alt. Das ist einfach nur ein Full-HD-Monitor, ich glaube, das ist nur 60 Hz oder wert gar nicht viel. Das reicht aber für die Anwendungszwecke als Drittmonitor. Wie ihr sehen könnt, leuchtet bei mir auch schon die Webcam da oben. Die hatte ich auch schon einmal im Einsatz gehabt. Ich hoffe, das habt ihr auch im Stream gesehen. Müsstet ihr auch gesehen haben. Ich war schon einmal im Stream sogar, habe ich mich mal gezeigt. Ich benutze das gleiche Mikro wie der Vita, das Onamic 900B. Ein gutes Preis-Leistungs-Mikrofon, ich weiß, glaube ich, hat 8 Euro gekostet oder so. Mit einem Popschutz für die S-Töne. meine Maus und Tastatur. Das ist jetzt die Vita, die gleiche Maus, das ist eine günstige Cherry-Maus, ich glaube, der 10 Euro kostet. Hintergrund war einfach nur der, damit die Klicktöne nicht so laut sind, wenn ich aufnehme. Das ist eine Logitech-Maus, G502 Hero, kann man das sehen? Ja, ne? Ja. G502, man kann hier sogar auch noch Gewichte reintun, aber was brauche ich nicht. Mein Mauspad ist von Asus. Dann da unten das Herzstück, das ist ein Be Quiet-Gehäuse. Wie ihr sehen könnt, schön mit orangenen Umrandungen hier drin. Der Prozessor ist wie bei den anderen Boys, wir sind alle AMD. Ich habe den Ryzen 2700X. Die Grafikkarte ist eine 5700 XT. Der Eddie hat die gleiche, also der Eddie hat den besten PC von uns dreien. Ich habe den, ja, würde sagen, zweitbesten, weil wegen der Graka, wie der Vita hat nur eine GTX 1060. Ich habe auch 32 GB RAM. Ich habe aber vier Riegel drin bei mir, aber nur mit 2933 MHz. Und wie die Boys auch, habe ich auch eine Samsung NVMe-Festplatte mit 1 TB. Ich habe aber auch noch eine 1 TB Datenfestplatte von Western Digital, die einfach so als Datengrab herhält. Meine Kopfhörer sind von Beyerdynamics, da sind die DT990 Pro. Die haben 250 Ohm, also sind ganz gute Kopfhörer, kann ich nur empfehlen. Die sind offen, da sind auch die Ohren schön belüftet, wenn man 5-6 Stunden eine Session macht. Und immer dabei ist natürlich auch meine Monsterdose, die steht immer neben mir, wenn ich aufnehme oder streame für euch. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist mein Gaming-Setup. Falls ihr Fragen haben solltet zu irgendeinem Setup von uns, einfach gerne in die Kommentare schreiben und wir sehen uns beim nächsten Mal. So Freunde, ich hoffe, das 1000 Abonnenten-Special mit der Broso Crew hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Liken und abonnieren nicht vergessen, Leute. Bis dann. Ciao. Ciao.